Jolly Roger pulled through and made it to the land. We disembarked, went into town with a vengeance in our hand. The children cried, the women sighed, the men would turn their heads. So with a smile we chanted loud, and this is what we said. Whoa, 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 rings them in the air. We'll knock you up and slap you down and never seem to care. Whoa, 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 another one for me. We're the filthy vermin and that'll set you people free. We're the filthy vermin and that'll set you people free. Der Landeswahlausschuss des Landes Nordrhein-Westfalen kommt jetzt zum Tagesordnungspunkt 21. Dabei handelt es sich um die Piratenpartei Deutschlands, Piraten. Als Vertrauensperson ist Herr Klaus Quintern erschienen. Die Piratenpartei hat insgesamt 3003 Unterstützungsunterschriften vorgelegt und somit die Zahl von 2000 deutlich überschritten. Im Vorfeld gab es hier noch eine Besonderheit, weil bestimmte Unterstützungsunterschriften, die zunächst vorgelegt worden waren, nicht von uns anerkannt werden konnten, weil das Formular nicht das von uns ausgegebene war, sondern weil durch bestimmte technische Besonderheiten das verändert worden war. Das ist sicherlich bei den, sage ich jetzt mal so aus meiner Sichtweise, eine besondere Technik sozusagen gewesen, von der man bei den Piraten glaubte, dass man damit das Verfahren vereinfachen könnte. Aber die Formalien müssen eingehalten werden. Es wurde dann auch sofort im Gespräch mit uns geklärt. Und innerhalb kürzester Zeit wurden dann also nochmal sehr viele auf dem richtigen Formular Unterstützungsunterschriften vorgelegt. Der Vollständigkeit halber will ich auch nicht unerwähnt lassen, dass die zunächst vorgelegten, nicht von uns anerkannten 2013 waren. Die zählen also jetzt hier nicht, die wirklich zählen mit 2003, aber insgesamt dokumentiert es natürlich, dass hier auch innerhalb kürzester Zeit schnell neue Unterstützungsunterschriften zusammen waren. Dann schlage ich vor, dass der Landeswahlausschuss folgenden Beschluss fasst. Die Landesliste der Piratenpartei Deutschland, Piraten, für die Wahl zum 17. Deutschen Bundestag wird mit 5 Bewerberinnen und Bewerbern, deren Namen und Reihenfolge aus der Anlage 17 zur Niederschrift ersichtlich sind, zugelassen. Bitte ums Handzeichen für diese Entscheidung. Das wurde einstimmig beschlossen. Oh, 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 raise them in the-